Hallo Gamer Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mafia 3. Ja, wir sollen jetzt Merle Jackson erledigen. Und natürlich immer versuchen wir es mit Style. Hier waren wir schon mal drinnen bei der vorigen Mission. Das ist natürlich ein bisschen anders. Ich muss mal schauen auf der Karte. Dass einer dieser schwarzen Scheißer die Eier hat und hinter uns her ist. Ich dachte nach Sammy hätten sie es kapiert. Was die ganzen Symbole nochmal bedeuten. Diese. Warte mal, dieses. Ja, gut, man sieht es ja hier nicht. Die Symbolik. Das ist ein schwarzer Dämon oder sowas. Du solltest aufhören. Dämon. Es gab noch nie einen Mann, den ich nicht hätte aufmischen können. Aha, werden wir sehen. Hat er das gemerkt jetzt? Ah, scheiße, jetzt kommt eine andere, ne? Dich, Schwanzlutscher. Darauf kannst du Gift nehmen. Was? Okay, der muss weg. Der wartet so seelenruhig auf mich. Das ist natürlich die Frage. Wie mache ich denn das jetzt hier bei denen? Ja. Schrotflinte würde jetzt ein bisschen mehr Sinn machen. Haha. Ja, warte mal. Wohin bist du entflogen, Kackvogel? So, da stehen sie. So, das sind schon mal 3, 4. Okay, 3, 4, 5. Der ist oben. Hier geht's raus. Ja, ja. Gut, ein bisschen kennen wir uns ja schon aus. Was für ein Reim. Was ist mit dem hier? Ach, der ist oben. Und tschüss! Das Fels wieder so liegt. Okay, mit System. Genau. Gut, haben wir gleich einkassiert. Waffenschrank. Schutzweste. Jawohl. Ich sehe aber kein Symbol, dass ich die anhab. Ja, ich denke mal, wir sammeln die ein und wir müssen die dann auswählen. Ist das was Neues jetzt hier, oder? Ja, das ist nichts Neues. Okay. Das ist er aber nicht. Oh shit. Oh, 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 oh. Das ist natürlich. Scheiße. So ein Double Takedown wie in Assassin's Creed. Das wäre natürlich nice. Okay. Na, das ist aber nie ohne hier. Okay.
du bist auch gleich weg hier. Du hast mich nicht gesehen. Hahaha. Okay, der macht den großen Rundgang. So. Okay. Okay, der macht den Rundgang. Da sind nochmal zwei. Okay. So. Der ist weg. So, der ist hier hinten. Hab gehört, er hat nicht nur alle Mädels erwischt. Er hat auch noch Doc umgelegt. Ja, der war mausetot. Scheiße. Der Doc wird umgebracht. Die Zuhälter da draußen werden umgebracht. Merle kriegt bestimmt einen Herzinfarkt. So angepisst ist der. Los, Nigger. Wie zäh kann der schon sein? Wenn er zurückkommt, machen wir ihm Feuer unterm Arsch. Ich werde dich gleich abstechen. Du dummes Schwein. Darauf kannst du Gift nehmen. Okay, sind immer noch auf der Suche. Na, kommst du her? Du bist im Weg, Junge. Der Typ gehört mir. Und wenn ich die ganze Nacht suche. Mhm. Gefunden. Hab ich dich. So. Gib mir den Cash. So, da ist ein Waffenschrank. Der wartet auf sein Ende. Ich bin gleich bei dir. Gleich bin ich bei dir. Ach ne, ist ein Shotgun. Ne, ne, ne. So. Geschäftsbosse töten, um ein Geschäft zu übernehmen. Schalte seinen derzeitigen Boss aus. Rufe danach einen deiner Unterbosse an, damit er Verstärkung schickt, um das Geschäft zu sichern. Erledige Merle Trigger Jackson, um seinen Prostitutionsring zu sprengen. Ja gut, da kann ich ja eigentlich nur die Cassandra schicken. Erzähl es mir noch einmal. Wie konnte ein verdammter Nigger unbekümmert hier durchspazieren? Sag's mir. Tut mir leid, Merle, aber ich war nicht mal hier. Ich sag's dir ja bloß. Der Penner hat einige unserer besten Mädchen mitgenommen. Die hätten einen Kürbis durch einen Strohhalm gesaugt, um an Drogen zu kommen. Das war noch nicht alles. Er hat auch noch Doc getötet. Scheiß auf ihn. Jeder Idiot kann mit einer Spritze umgehen. Aber jemanden dazu zu bringen, einen Schwanz zu verwöhnen, ist eine ganz andere Sache. Mach rein zum Fangschuss! Das Arschloch ist hier. Oh was, Kopfschuss und er lebt noch? Das war schon krass. Ach so, ich muss den dann. Ach du Scheiße. Verbrenn ihn! Brenn, Digga, Boy! Brenn! Bam! Okay, dann eben so. Ach so, ich muss den dann finishen. Ist ja geil. Und? Was willst du machen, Nigga? Das. Hahaha, geil. Gesichert. Okay, so muss man das dann machen. Nice. Perlas Nachtclub, Geschäftszuweisung.
Screaming Zemi X2. Zwei Screaming Zemis werden deinem Gepäck hinzugefügt. Okay, Screaming Zemi. Duvernays Wurfgeschoss zum Ablenken sorgt bei Abergläubischen für volle Unterhosen. Okay. Aktuelles Einkommen 0. Einkommensplus 30.000. Verschonte Informanten. Aha, 0 Dollar. Boss verschont 0. 30.000. Ja, puh. Okay. Geschäft im aktuellen Bezirk 0. Kontrolle. Cassandra zuweisen. Verbesserungsverlauf ansehen. Schauen wir mal kurz. Wow, wow, wow. Okay. Aha, na dann, Cassandra zuweisen. Ja, geht ja nicht anders. Cassandra ist die erste der neuen Familie. Boom, zugewiesen. Cassandra, Baby. Der Redneck-Penner ist raus aus Perlas Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Gut. Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden. Wenn du die Dixie-Schweine aus der Kirche verjagst, dann muss Richie reagieren. Yo, da gab's noch kein Smartphone. Na? Nice. Den ersten Boss vernichtet. Das sind jetzt Cassandras Leute, okay. Oh my god. Story-Auftrag freigeschaltet. Heroin. Warte auf Donovan. Screaming Sandy. Verbündeten hinzugewonnen. Ein Wurfgeschoss zur Ablenkung. Ah, zeig mal, was ist das überhaupt? Screaming Sammy. Benutze die Screaming Sammy, um eine Gruppe Gegner zu ihrer Position zu locken. Die ersten paar gehen aufs Haus. Nachschau behältst du ab sofort beim Waffenhändler. Screaming Zemi werfen, RB zum Zielen gedrückt halten und zum Tralalala. Im Waffenmenü kannst du den Gegenstand auswählen, den du werfen willst. Drücke dazu LB, okay. Okay, das heißt, wir können noch 5 Sachen freischalten. Nice. Yeah. Okay. Medizinschrank. Das politische System durchbrechen müssen. Mauern, die der weiße Mann errichtet hat, um uns nicht reinzulassen. Was ist das für ein blauer Balken, der ein bisschen weg ist? Wir haben gute Musik, Mr. Clay. Die nicht vergleichbare sind der ganzen verdammten Stadt. Die Stimme des Apollo. Hä, ist das mein Bruder? Nee, der ist ja tot. Das sieht genauso aus. So, die Tür ist jetzt hier offen. Sehr cool. Also das Gitter ist jetzt weg. Gut, da bin ich schon mal richtig. Hier ist Medizin. Da kann ich das jetzt voll machen. 3 von 3. Ne, Moment, wo war's? Ne, warte mal. Nanu. Was ist denn jetzt hier? Warte auf Donovan. Achso, wir müssen uns dort treffen, okay. Ich dachte, ich muss jetzt hier warten. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Ich habe jetzt 11. Ne, 1100. Ne, da schaffe ich es noch nicht weg. Wo habe ich denn das gelesen hier, dass ich hier. Ach ja, so kann ich sehen. 3 von 3. Sehr schön. Gut, dann gehe ich jetzt wieder runter. Genau, hier ist jetzt nämlich offen. Sehr schön. Ja, wir sollen nicht hier auf Donovan warten, sondern bei der Stimme. Ja, wenn man dann irgendwo anders rauskommt, weiß man nicht mehr, wo sein Auto ist. Hahaha. Lauten Parolen versucht eine Gruppe.
Ich wollte gerade sagen, es ist lange. Ist lange genug rot gewesen. So, hier müssen wir halten, okay. Vorsicht. Ja. Ach, hier wieder warten auf der Bank. Haha, das ist nett. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Ach, das ist das also. Ja, nein, Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unter Kommunistenschwein leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Nicht so fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Glaubst du, Scheiße nochmal? Verwandeln sie die First Baptist Church. Ah, hab ich schon gedacht, dass du damit was machen kannst. Jetzt kann ich etwas machen. Haha. Geschäfte abhören. Um Geschäfte zu verwanzen, brich Verteilerkästen auf, die du überall in der Stadt findest. Geschäfte zu verwanzen hilft Donovan, Sonderziele zu finden, Positionen von Sammelobjekten auf der Karte zu markieren und die unbekannte Gegner in der Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsbosse anwerben. Ah, okay. Na dann, los geht's. Geschäfte abhören. Durch Abhören erhältst du Positionen der Gegner auf der Minikarte, Sonderziele und Sammelobjekte. Es ermöglicht dir zudem, Geschäftsbosse anzuwerben und dadurch mehr zu verdienen. Kommunikationsnetzwerk, Daily Hollow Herring, Geschäft verwanzt. Okay. Sobald ein Stadtteil verwanzt ist, kannst du dort alle Gegner in der Informationsansicht sehen, auch hinter Ecken oder Mauern. Um die derzeit verwanzten Geschäfte zu betrachten, erst zu hören drücken, drei Striche, und den Stadtplan zu öffnen, dann LS. Geschäfte abhören. Ach, die Teile sind das dann, okay. Hm. Um Abhörgeräte in Verteilerkästen einzubauen, brauchst du TL-49-Sicherungen. Sammle solche Sicherungen, die in ganz New Bordeaux herumliegen. Abhörpunkt aktiviert. 20.000. Befrage Charlies Dealer. Okay. Mhm. So. Aha, jetzt kann ich das umschalten. Abhör. Das ist jetzt normal, genau. Jetzt eingeschalten. Was ist das hier? Verteilerkästen. Okay, das sind also die Verteilerkasten. Wow, das geht aber jetzt richtig schön rein. Sehr cool. Was haben wir hier? Thrift Mart. Mart? Ist es nicht Thrift Markt? Okay. So. Sicherung. Ah, okay, haben sie Sicherung auch markiert? Sehr schön. Hot Rod Magazin.
Aha, okay. Einkaufen. Fareham Grocery. Best Oil. Okay, Schutzwesten, Medizin, alles klar. Zeigt es aber so trotzdem an. Okay. Alles klar. Cool. Was ist das hier? Prostitution. Cassandra hat Doucette Stripclub in einen anspruchsvollen Nachtclub verwandelt. Verdienst 30.000 von 50.000 Dollar. Okay. Frage Charlie Steeler. Verbleibender Schaden 20.000. Alles klar. Ja, wenn das Geld dann geringer wird, dann kommen sie angeflogen. Okay. Bonus, Schaden, Belohnung, nur Risiko. Delray Hollow. Der Weg allen Fleisches. Heroin, Schaden, Vierfinger Charles, Heroin-Geschäft. Vierfinger Charles, okay. Bleibender Schaden, wie gesagt, 20.000 Dollar. Befrage Charlie Steeler mit seinem freundlichen Gequassel, lockt Patrick oder Patrick mehr neue Kunden ran als jeder andere seiner Dealer. Solche Fähigkeiten sind genau das, was Doucette braucht, um Georgie seinen Wert zu beweisen. Wie viel habe ich denn jetzt? 1.100? Ja, nee, da gehe ich noch nie hin. Ja, muss ich jetzt nie machen. Donovan überall nur seine Augen und Ohren. Ja, gehe ich jetzt nochmal zu Donovan. So, der ist meine hier, genau. Sehen, was der nochmal erzählt, und dann machen wir zu ihm hin. Leute hier unten noch. Ich will dir ja nicht reinreden, aber wenn du Sal und seinen dämlichen Sprössling umlegen willst, musst du einen klaren Kopf bewahren. Oh, Himmel, hier ist alles entweder gebraten, gezuckert oder beides. Naja, sieh mal an. Okay, dann hat sich das ja schon erledigt. Okay, cool. Ja, das kann er nicht. Das kann er nicht. Ach, guck an, die haben unser Auto hierhin geparkt. Ach, das ist ja nett. Das ist ja sehr nett. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zu Charlies Dealer. Ist jetzt nicht mehr ganz so weit weg. So, hohoho. Befragen. Was sagt er wegen der Ventilatoren? Informanten. Führe Informanten, um Informationen über illegale Geschäfte und ihre Bosse zu erhalten. Damit ein Informant ausspuckt, was er weiß, isoliere ihn vom Rest seiner Crew oder jage ihn zu seinem Auto und verfahre. Nee, und fahre wie ein Verrückter. Nachdem du einen Informant verhört hast, kannst du ihn entweder töten, um etwas Geld zu verdienen, oder ihn anwerben, was den Wert des Geschäftes erhöht, sobald du es übernommen hast. Den ersten habe ich getötet, den zweiten könnte ich ja mal übernehmen. Vierfinger Charlie hat Sieg gesagt, er solle sich ins Knie ficken. Die sollen sich also zu Tode schwitzen, wenn sie da drin das Dope verpacken? Hat Sieg gesagt.
Charlie meinte, besser das als kleine Heroinwäldchen, die jedem in die Augen fliegen, nur weil einige Leute nicht mal ein bisschen... Ja, warte mal. Pop, pop. Das ist hier ein bisschen blöd, die Ecke. Oder? Ja, komm doch ruhig her hier. Komm her, dich soll ich befragen. Ich habe nichts gesehen. Aber du hast es gehört. Komm schon, genau dich brauche ich, mein Freund. Komm. Ich gebe dir eine Chance. Deine Spur. Komm her. Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Ach du Scheiße. In der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Aha, gut. Den ersten habe ich getötet, den zweiten werbe ich an. Du arbeitest jetzt für mich. Boom. Zerstöre Charlies Heroin. So, wo ist denn der Typ jetzt hin? Achso, okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Warte mal, der soll sich hier mal kurz ausruhen. Du arbeitest jetzt für mich. So, warte. Okay. Kleines dummes Schwein, ja, ey. Oh, shit! Ah, das war dämlich von mir. Und genau da hat er seine dämliche Rübe weggenommen. Du dummes Schwein, ey. 1995. Shit. Das ist das Einzige, was ich hasse bei Scharfschützen. Da ist ja unser Problem, Kind. Ich geb dir gleich mal... Schafft uns diesen Mob! Du bist tot, Schwanz! Brutal, halte B gedrückt und lass ihn innerhalb des markierten Zeitfensters los. Bist du? Shit, ich seh nix! Boah! Okay, Freunde, noch 340 Meter bis zum nächsten Ziel und weiter geht's dann im nächsten Part. Puh, das war heiß. Macht's gut und ciao.